Willkommen zurück, ich bin Gordon und in diesem Video zeige ich euch das Anfertigen der schicken Old West Style Patronenboxen. Nichts Besonderes, aber vielleicht ein Ansporn zum Selbstmachen. Viel Spaß! Die Patronenboxen sind den im 18. und 19. Jahrhundert erhältlichen US-Western-Style-Patronenboxen von, habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Für die Cover zum Aufkleben einfach eines der unten in der Beschreibung verlinkten Fotos von Originalschachteln herunterladen und dann schwarz-weiß ausdrucken. Oder ihr macht einen Screenshot von dieser Einblendung. Das Bild habe ich selbst erstellt für diesen Zweck. Wie schon gesagt, das Ganze ist eine ziemlich simple Bastelarbeit, aber ich finde es lohnt sich. Die Boxen sind praktisch, platzsparend und haben Charakter. So, was brauchen wir? Ein Schneidwerkzeug. Möglichst dünne, aber stabile Pappe. Solche dünne Wellpappe, wie ich hier habe, ist nicht wirklich das Richtige, aber zur Demonstration reicht es. Irgendwas zum Messen. Das Stahllineal macht sich besser fürs Schneiden mit dem Cuttermesser. Ein Messschieber zum Messen der Patronenhülse, falls Maße nicht bekannt. Ein Cuttermesser, entweder Kleber oder ein Tacker. Und ein Stift. Wie gesagt, diese dünne Wellpappe, die ich hier habe, ist nicht wirklich das Richtige, aber zur Demonstration reicht es da völlig aus. Kräftiges Kartonpapier geht da viel besser und hat den Vorteil, dass es dann in allen möglichen Farben erhältlich ist. Also gegebenenfalls bei den Kindern Stibitzen. Ja, Freunde, ihr seht, das ist hier so ein bisschen wie Basteln um drei, aber versuchen wir mal ernst zu bleiben. So, also schlussendlich ist es hier ziemlich simpel. Wir müssen jetzt nur die Patronen messen, also den unteren Durchmesser. Und dann nehmen wir den mal 5. Nehmen dann noch irgendwie einen Millimeter dazu und dann haben wir die Breite, damit die dann nebeneinander reinpassen. Die 45 Colt hat ja einen Rand unten und in diesen Schachteln hier wurden die also gegensätzlich einsortiert und dadurch spart man natürlich ein paar Millimeter in der Breite und Länge. Es gibt natürlich auch Schachteln, die haben dann so Innenfächer und das maßgebliche Grundmaß wäre dann halt nicht der Durchmesser der Hülse, sondern halt des Randes. Was ich hier gerade aufschreibe, sind die Maße der Box, also Patronendurchmesser sind 12 mm, das mal 5 sind 60 mm. Das wäre dann die Breite, in die Länge dann entsprechend 120 mm und Höhe laut Patronenlänge eben 40 mm. Und für den Deckel die Höhe ein bisschen geringer und damit man den greifen kann. Die Pappe, die ich hier habe, die ist 2 mm stark und das zählen wir nochmal dazu. Das wäre dann theoretisch für den Deckel, aber man sollte bei dieser Pappe, die so ein bisschen dicker ist, dann schon hier noch 1-2 mm dazu rechnen, sonst wird das nachher zu eng für die Patronen. So, legen wir mal los. Wir zeichnen dann erstmal die ganzen Rechtecke auf. Das heißt 60 mal 120, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem wie dick die Pappe ist. Dann die Ränder. Das Ganze dann einzeichnen, schneiden, die Enden einschneiden, ein bisschen falten, noch ein bisschen nachschneiden und zusammentackern. Und schwuppdiwupp ist schon mal der Unterteil fertig. Jetzt noch ein bisschen gerade machen oben und jetzt den Deckel, wie gesagt, ein bisschen breiter, 4 mm oder was, damit es auch gut passt und aber auch fest ist. Und das gleiche nochmal wie gerade eben. So, passt. Jetzt machen wir noch ein bisschen das Label oben. Schön draufkleben. Die Klammer noch ein bisschen festdrücken. Und dann sortieren wir die Patronen rein. Ja, die passen. Ja, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin.